Hi, wir sind heute das erste Mal hier bei Influencer versus Speziesismus. Und wir haben heute hier den Younes. Genau, Younes Jones. Wir werden gleich von ihm erfahren, was er von Speziesismus denkt. Hast du das Wort schon mal gehört? Ich habe schon mal gehört, aber ich habe vergessen, was das heißt. Ich habe mal irgendein Video von dir gesehen, wo du es erwähnt hast. Aber ich weiß nicht mehr, was es heißt, weil das mir zu dingens ist. Okay, erzähl. Also in diesem Format wirst du uns nämlich versuchen zu erklären, was Speziesismus ist. Weil ich bin der Meinung und da habe die Erfahrung gemacht, dass das jedes Kind eigentlich in seinem Herzen versteht. Deswegen versuchen wir jetzt, dein kindliches Herz wieder zu erwecken. Bist du bereit? Okay. Ja, ich bin bereit. Machst du das zum ersten Mal, das Format? Genau, zum ersten Mal. Krass. Das heißt, du bist praktisch unser Nicht-Test-Kaninchen, weil Kaninchen sind nicht zum Testen da, sondern unser Testmensch, Test-Influencer. Du kriegst jetzt von mir einen Zettel in die Hand. Okay. Darauf wirst du so einen kleinen Comic sehen und so ein paar Pfeilchen und Wörter. Und wirst versuchen, das für das Publikum zu interpretieren, so gut wie du es kannst, was du daraus verstehst, okay? Das Bild sehen die auch? Oder? Genau, das blenden wir dann nochmal ein und du kannst es einfach für dich versuchen zu erklären, was das alles bedeutet. Ich schätze jetzt einfach mal so 60 Sekunden. Soll ich die Figuren beschreiben oder was soll ich beschreiben? Einfach beschreiben, was dann das Wort Speziesismus bedeutet. Versuchen zu erklären, was es bedeutet. Vielleicht erkennst du es anhand diesem Bild, vielleicht verstehst du es dann. Was, wenn ich es nicht verstehe? Das ist okay. Wir hören einfach mal deiner Interpretation hier zu, was du siehst und was du daraus, was dieses Comicbild dir praktisch vermitteln möchte. Okay? Okay. Gut. Es geht los. Sexismus? Ja, nein. Der Mann sagt ja, die Frau sagt nein. Rassismus? Ach so. Rassismus? Ja, nein. Speziesismus? Ja, nein. Ein Tier, ein... Ach so. Ah, okay, warte mal. Da kommen schon die ersten Glühbirnen hier über den Kopf. Ich versuche jetzt gerade ein Hund. Ja, nein. Aha. Ja, nein, das heißt jetzt... Ach so, du hast jetzt... Ach so, ja, nein, dass du das heißt... Sexismus. Rassismus. Du hast es getauscht. Also beim Sexismus, so die prototypische Art vom Sexismus, da sind Männer okay, aber Frauen, die dürfen wir als Objekte benutzen. Das sagt ein Sexist zum Beispiel. Ach so. Also der Rassismus, ein Schwarzer geht gar nicht, ein Weißer geht. Und Speziesismus, ein Mensch ist mehr wert wahrscheinlich hier und ein Tier ist nichts wert. Und hier geht es, das Gleiche gibt es auch für Hund. Der wird auch als Mehrwert gesehen sozusagen als ein Schwein, oder ist das ein Schwein? Genau, es soll ein kleines Schweinchen sein. Kleines Schweinchen, okay. Also was wir hier mit diesem Bild erklären wollen, ist einfach, dass Speziesismus eine Diskriminierungsform ist, die in vielerlei Hinsicht anderen Diskriminierungsformen ähnelt. Wenn zum Beispiel einer sagt, das sind ja nur Frauen, das sind ja nur Schwarze. Okay, jetzt verstehe. Das heißt, hier wird dargestellt, das heißt, also Speziesismus wird... neben Sexismus und Rassismus dahingestellt und bedeutet genauso schlimm, dass sie alle gleich schlimm sind. Dass vor allem der Gedankengang gleich dahinter der ist, verstehst Gedankengang du? Gleich ja? ist. Weil du würdest auch nicht sagen, dass das okay ist, wenn einer rassistisch denkt oder dass er es dann reduzieren soll, sondern dass er aufhören muss, weil das falsch ist, Diskriminierung. Und deswegen, weil viele Leute mir ja vorwerfen, das kannst du ja nicht mit Menschen oder mit Frauen oder mit diesen Diskriminierungsformen wie Rassismus vergleichen. Okay. Also nicht Schwarze und Tiere gleichsetzen. Das ist gar nicht mein Sinn, sondern diese Diskriminierungsformen gleichzusetzen. Aber macht es dann, wenn du dieses Bild so betrachtest, irgendeinen Unterschied, der das rechtfertigt, dass wir Schweine ins Schlachthaus schicken oder in deinem Fall wahrscheinlich eher Kühe, aber Hunde nicht? Wo ist da der relevante Unterschied zwischen jetzt Rosalinde und Rex hier, dass wir sie in eine Gaskammer stecken dürfen, 40 Millionen Schweine in Deutschland jedes Jahr, aber Hunde liebevoll streicheln. Wo ist der Unterschied zwischen also diesen Spezies? Erstmal muss ich ja sagen, die Art und Weise, wie sie es hier schlachten, in Gaskammern und was du da sagst, das finde ich sowieso absolut auch, also finde ich auch nicht gut. Also es ist eine abscheuliche Tat, sage ich jetzt mal. Warum wir Hunde mit Hunde besser umgehen, ich gehe jetzt davon aus, dass du jetzt eine Kuh meinst oder was. Ne? Zum Beispiel. So. Du willst mich jetzt also fragen, warum ein Hund besser behandelt wird als eine Kuh? Findest du das fair oder findest du, das ist Diskriminierung? Gibt das irgendeinen Sinn? Boah, das ist jetzt schwer zu sagen. Also, gibt es einen Sinn? Das ist, Würdest du Hundesteak essen? Nein. Warum nicht? Das ist krass. Warum nicht? Ganz einfach, weil, ich sag mal so, ich bin auch so aufgewachsen, ja?
Ich will, guck mal, das Thema, ich habe dir das auch schon, sag ich mal, hinter den Kulissen gesagt, ich versuche das Thema Religion gar nicht mit hinein zu integrieren in diese ganze Debatte. Dass ich sage, ja, unser Gott hat uns das erlaubt, Schafe und Kühe und so weiter zu essen, Hunde und so weiter nicht. Deswegen tue ich das erstmal beiseite, so, weißt du. Ist schwer, das zu begründen, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Ist schwer, das zu begründen. Also, eigentlich ist es fast so irrational wie Rassismus. Nein. Doch, weil das ist schon dahergeholt. Also das ist schon. Echt? Ist es wirklich dahergeholt, wenn du dir das hier nochmal anschaust? Die Denkweise von einem Rassisten ist doch genau die gleiche wie von einem Speziesisten. Du kannst es nicht wirklich begründen, es ist deine Tradition und Religion. Man kann trotzdem einen Menschen nicht mit einem Tier gleichstellen. Tue ich nicht. Ich sage auch nicht, dass Männer und Frauen in allen Hinsichten gleich sind. Überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir gleichberechtigt sein müssen, weil wir alle fühlende Personen sind. Und eine Kuh und deine Katze, dein Jerry, die sind doch beide fühlende Personen. Wieso dürfen wir also Jerry nicht ins Schlachthaus schicken, aber nach deinen Handlungen eine Kuh schon? Wo ist da der relevante Unterschied? Klar, am Ende des Tages sind es beide Tiere, beides Lebewesen, ne? Am Ende des Tages, ich kann in dem Punkt eigentlich einfach nur sagen, wobei das ja gar nicht mit meiner Religion zu tun hat. Ich meine, in Deutschland oder überhaupt, ein Artist ist ja genauso eingestellt wie wir, indem der jetzt Kühe isst und ein Hund halt nicht, weißt du, weil gerade wegen dem Dingens, aber es, am Ende des Tages ist es halt ein Tier, was wir schon immer gegessen haben, ja. Es ist schwer zu begründen, weil am Ende des Tages, egal was ich jetzt sage und drehe und wende, am Ende des Tages bleibt dir ein Schaf auch ein Tier. So. Warum wir es essen, ist halt, wie gesagt, uns Muslime, sage ich mal, so vorgegeben, dass wir den essen dürfen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich meine, als Kind haben wir Opferfest gefeiert. So, und dann haben wir immer die Schafe vorher geholt zu uns nach Hause. Und dann haben wir den immer 2 Wochen im Balkon geholt, weil ich kein Haustier hatte. Und dann hat mein Vater immer unser Schaf nach Hause gebracht, hatten wir den im Balkon gehabt und da habe ich 2 Wochen lang mit ihm gespielt. Ja? So, und als Opferfest war, ich war glaube ich 9 Jahre, 10 Jahre, bis 12 Jahre war ich in Algerien. Und dann mussten alle Nachbarn im Gebäude deren Schafe runterholen. Dann wurden die alle vor uns so, jeder hat sein Schaf rausgeholt und dann geschlachtet vor uns Kindern. Alle, da gab es gar nicht hier, das ist ein Kind, tu den mal weg oder so. Dann wurden die Schafe halt vor unseren Augen geschlachtet. Ne? Ich habe natürlich sehr, sehr stark geweint und getrauert, weil es halt so war ein Haustier. Ne? So, ich habe den jeden Tag gefüttert. Hast du den lieb gehabt als Familienmitglied? Ich habe den lieb gehabt, klar. So, ich erzähle es dir einfach nur, damit du es verstehst. So, am Ende des Tages war ich ein Kind und das war für mich mein Haustier und ich habe auch geweint, um dieses Tier geweint. Ich hatte auch Tauben, ich habe um sie auch geweint, wenn die von Katzen gefressen wurden. So. Am Ende des Tages ist es halt so, dass wir, oder das ist in unserer Religion vorgegeben ist, dass wir halt, oder erlaubt ist, dass wir halt Schafe, Kühe und so weiter essen dürfen. Kann ich dir ehrlich gesagt, man kann es gar nicht so stark. Hast du schon mal einen Grund bekommen? Hand aufs Herz. Ja, hast du schon mal einen Grund bekommen, warum man die essen darf und warum? Was? Die meisten Menschen sagen, weil es sind ja nur Tiere wegen ihrer Spezies und dann sind wir halt direkt beim Speziesismus. Dann kannst du halt sagen, okay, wie kann das relevant sein, wenn sie genauso fühlen können? Es zählt ja, was wir gemeinsam haben. Ja, wir sind ja nur Tiere, klar, aber Tiere sind ja alles. Viele sagen, sie sind dümmer, deswegen dürfen wir das. Dann fragen sie uns immer, ja, darf ich jetzt dumme Menschen essen? Was war das beste Argument? Boah, Tiere können nicht wählen gehen. Das war eins der... Tiere haben einen schmäleren Mund, hat mir eine mal gesagt. Okay. Und eine hat gesagt, nee, sie ist keine Speziesistin, weil sie würde Menschen auch essen. Ja. Ja. Aber guck... Ich verstehe also, das mit der Religion, woher du kommst. Ich habe Verständnis dafür. Ich bin auch so aufgewachsen in dieser Kultur. Ja, dann war es halt die christliche Religion, wo wir dann halt am Wochenende Schnitzel essen waren, sonst was. Aber Kultur war auch in der Vergangenheit noch nie eine Rechtfertigung für Gewalt. Und selbst wenn es dir dein Gott erlaubt und deine Kultur erlaubt, können wir uns darüber hinwegsetzen und sagen, okay, wenn ich kein Rassist sein will und Sexismus auch dumm ist, diese Denkweise, dass die einfach anders sind und deswegen dürfen wir sie benutzen, dann müssen wir das ablegen, weil das macht sonst keinen Sinn, wenn du gegen Diskriminierung bist, dann Tieren so eine Gewalt anzutun, was du niemals deinem Kater antun würdest. Ja, am Ende des Tages, pass auf, also am Ende des Tages muss man ja sagen, ich meine, die Menschen waren ja schon immer Fleischfresser, von damals auch schon. Stell dir mal vor, ist die Menschen in der Steinzeit oder wie auch immer jetzt sagen können, sollen, ist mal, ist, jetzt gibt es alles, einen Fleischersatz überall im Supermarkt zu kaufen und so weiter und so fort.
Damals hätte den Menschen, wo die dann im Mittelalter gelebt haben, hätte ihnen gesagt, iss mal Pflanzen oder so, der hätte sich ausgelacht. So, weiß ich meine, damals mussten die irgendwie klarkommen, die hatten Kriege, die hatten ganz andere Lebensumstände so gehabt, weißt du? Ja. So, und deswegen kann man jetzt schwer sagen, ja, warum essen Menschen Tiere so? Die Frage war damals halt nur, welche Tiere darfst du essen, welche Tiere darfst du nicht essen und so weiter und so fort. Uns wurde es halt vorgegeben, welche wir essen dürfen und welche nicht. Und so ist es halt natürlich auch geblieben. Das wichtige Wort, was du gerade genannt hast, ist das Wort damals. Wir sind im Jetzt. Aber wir müssen jetzt gar nicht mal in so diese argumentative Schiene reingehen, weil du weißt ganz genau, du hast jetzt nicht die Notwendigkeit, wie im Mittelalter das zu tun. Aber Speziesismus, ich hoffe, das ist dir jetzt ein bisschen klarer geworden. Ich hoffe, das ist euch ein bisschen klarer geworden. Was du damit meinst, ja. Und wenn du vor allem hier deinen kleinen Pikachu auch nicht zu einem Braten verhäckseln würdest und Jerry nicht und auch Glumanda hier nicht. Wir lernen, dass wir sogar im Pokémon, dass wir diese Tiere unterdrücken und benutzen dürfen, nach ihren Fähigkeiten. Und das ist halt einfach super asozial. Wir dürfen das Kindern nicht beibringen, wir müssen ihnen beibringen, dass alle Tiere fühlende Personen sind, unabhängig ihrer Spezies. Und das hoffe ich halt, dass du das in Zukunft auch bedenkst, dass du das deinem Kater nicht antun würdest, dass du deinem Kater nicht Milch stehlen würdest, wenn er Brüste hätte oder sowas. Und wenn du gegen Diskriminierung und Rassismus bist, und ich glaube, das bist du, so wie ich dich kennengelernt habe, dann macht das doch nicht viel Sinn, dass du nicht vegan lebst, oder? Was soll ich dir sagen? Am Ende des Tages, ich sag dir, unter uns so, ich finde das gut, dass du was du machst, habe ich dir auch schon gesagt, dass du dich dafür einsetzt, für die Tiere einsetzt und so weiter und so fort. Klar, am Ende des Tages, wie weit du damit kommst, ist die andere Frage. Ob du das schaffen wirst, ich denke nicht, weil Menschen werden immer Fleischfresser bleiben. Du hast wahrscheinlich viel damit erreicht, gehe ich von aus. Es sind viele wahrscheinlich Veganer geworden, wegen dir oder auch nicht, wie dem auch sei. Wie gesagt, ich finde das sehr gut, wie du das, also dass du dich dafür einsetzt. Was ich halt nur nicht supporte und was ich gar nicht gut finde, ist halt, wie du das machst. Ne? Aber die besprechen wir in der Debatte. Können wir dann gleich auf seinen Kanal rüberschauen. Genau. Und bis dahin wünsche ich euch ein diskriminierungsfreies Leben. Schönen veganen Nachmittag. Peace out. Bist du vegan für die Tiere oder Butter gegen sie? Ja, du sagst, du willst Frieden, warum führst du dann noch Krieg? Hör auf deine Gefühle, frag dich, haben sie das verdient? Bist du vegan für die Tiere oder Butter gegen sie?